Videocheck. Hallo liebe Freunde der gepflegten Unterhaltung, ich bin's der Paul von Videocheck und heute geht es um das Robway E-Balance Board W1. Geiles Ding. Wer träumt nicht davon, wie zurück in die Zukunft über die Straße zu gleiten? Und das ist jetzt nicht ganz dasselbe, das hat Räder, das fliegt nicht über den Boden, aber es kommt den Ganzen natürlich sehr nah. Viele fragen sich natürlich, was ist da drin enthalten, was ist im Lieferumfang enthalten? Das ist einmal die geile Tasche, womit man das Board auch tragen kann, wenn man in eine Bahn fährt oder sonst irgendwas. Dazu gibt es diese geile Fermierung, sieht aus wie von der S-Klasse, hundertprozentig. Damit kann man einmal hupen, das ist allerdings sehr leise, kann das Board abschließen und stehen lassen oder auch aufschließen und die Geschwindigkeit runter setzen. Quasi. Dann haben wir eine Betriebsanleitung, etwas spartanisch, aber in Deutsch, immerhin. Ein Ladegerät, das unten direkt in die Buchse reinpasst. Das Ganze ist eingepackt, schön in Styropor, also da kann nichts passieren, hundertprozentig sicher. Und hier ist das geile Board. Und der Hit überhaupt an diesem Board ist natürlich, wenn wir das anschalten, ich schalte das erstmal wieder aus, wenn wir das anschalten, the Bluetooth device is ready to pair. Es hat Bluetooth. Das heißt, ich kann mich hier mit dem Telefon verbinden. Ist das nicht geil? Das ist doch Porno, oder? Das Ding fährt sich wie von selbst. Gestern erst gekriegt. Aber der Einstieg ist kinderleicht. Hundertprozentig. Man muss sich nur ein bisschen nach vorne lehnen. Und man fährt. Und das fährt bei mir bis zu 13, 14 km/h. Vielleicht, wenn man ein bisschen leichter ist, wenn man nicht so fett ist. Ne? Dann kann man damit auch schneller fahren. Aber es reicht, also das ist völlig ausreichend. Reichweite bis zu 25 Kilometer. Das Einzige, die Reifen sind sehr hart, das merkt man natürlich. Aber es ist top, hundertprozentig. Man braucht nie wieder laufen. Durch ein einfaches Vor- und Rückverlagern des Körpers quasi fängt das Board an, vorwärts oder rückwärts zu fahren. Wenn man rechts ein bisschen mehr drückt, dann geht es nach rechts. Und andersrum natürlich genauso, hundertprozentig. Natürlich auf Asphalt ist das viel geiler zu fahren als auf Pflaster. Dann ist das Ganze noch mal ein bisschen einfacher. Aber, ne? Porno, oder? Mal ganz ehrlich. Hier vorne haben wir immer die Batteriezustandsanzeige. Und wenn alles in Ordnung ist, dann leuchtet dieses Lämpchen hier auch grün. Also je nachdem, welche Richtung sich bewegt, die blinkert oder blinkert nicht. Richtig geil. In dem Ding ist ein Samsung-Akku verbaut. Und also ich finde das Ding auf jeden Fall super. Diese Fernbedienung dazu kann man sich sparen, die Hupe ist ein bisschen zu leise. Aber die brauchen wir noch gar nicht. Man will ja fahren und nicht hier. Ne? Es gab ja immer wieder das Gerücht, die Hoverboards explodieren oder Gerücht nicht. Die sind explodiert und da sind hochwertige Samsung-Akkus drin verbaut. Und das Ding ist jetzt nicht unbedingt für Regen geeignet. Spritzwasser ist kein Problem, aber durch Pfützen würde ich damit nicht fahren. Das ist nicht wasserdicht. Aber ich brauche nie wieder laufen. Wo man sowas kriegt, wo kriegt man sowas? Bei Amazon. Bei Amazon, Link packe ich unten in die Titelbeschreibung. Das ist einfach zu geil. Ne? Die Kinder beneiden mich alle. Ich bin vorhin schon mal durch ein Dorf gefahren. Die Kinder, die gucken natürlich. Die hängen mit den Nasen an den Scheiben. Und vor allem, wenn man dann dazu die Musik noch abspielt, ne? Beim Hoverboard. Der Wahnsinn. Wer zurück in die Zukunft Fan ist, der... Oh, jetzt ist der Akku an. Jetzt piept der. Jetzt sollten wir auf jeden Fall zurück zur Basis fahren. Ladezeit beträgt übrigens 2 bis 3 Stunden. Und jetzt fahre ich auf jeden Fall ganz langsam, weil irgendwann geht es aus und wirft mich ab, wie der Cowboy aus dem Sattel geschossen wird quasi. Natürlich die Reichweite, wenn man jetzt nicht so fett ist wie ich, die beträgt mindestens 25 Kilometer. Und ich bin jetzt heute, was bin ich gefahren? 20 glaube ich insgesamt. Also schon Hammer, ne? Wenn man überlegt. So ein kleines Ding und man kann mal eben schnell zum Brötchen holen fahren damit oder sowas. Akku leer. Aber da fährst du jetzt ja auch lange mit, ne? Ja, bin ich immer nach Corny zurück und hier noch die ganze Zeit. Bis zu 25 Kilometer. Ich bin ja hier noch rumgefahren, ne? Ja, gestern. Ne, du hast heute Morgen frisch aufgeladen. Heute Morgen frisch aufgeladen, ja. Voll. Aber insgesamt waren das 20 Kilometer. Ja, so circa, ne? Ja. 18 bis 20 Kilometer würde ich auch schätzen. Ja. So, ausschalten, aufladen, fertig. Self-Balance Board, bis zu 3 Stunden, Frontlichter, bis zu 15 km/h und Bluetooth. Richtig geiles Teil. Hundertprozentig. Das gibt es in verschiedenen Farben. Ich habe das in Blau-Matt. Das ist, glaube ich, die schönste Farbe. Weiß ist immer blöd wegen Überschlagen und Dreck und Schmutz. Sieht das natürlich usselig aus, aber das Ding ist einfach der Hammer. Vor allem mit dem Bluetooth. Link packe ich unten in die Titelbeschreibung. Und wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Videocheck. Bis dann, euer Paul.